Sir, Sie sind an Bord. Haben die Daten irgendwas ergeben? Ja. Das Raketenprogramm der Föderation wird in einer Fabrik am Hafen von Rio entwickelt. Diese Küstenlinie wird von der dritten Flotte abgeriegelt. Deshalb gehen wir nach Süden. Wir starten ein Ablenkungsmanöver bei Ihrer Atlasbohrinsel im Herzen der Drake-Straße. Es ist ziemlich weit im Feindgebiet. Wieso sollen wir sie jetzt einnehmen? Atlas produziert genug Treibstoff, um die Föderation für Jahre zu versorgen. Und wir wollen Atlas nicht einnehmen, sondern versenken. Wir sind in Position. Ebenso. Das Bild kommt. Die letzte Patrouille nähert sich. Verstanden. Sind das alle? Ist voll. Wir sehen uns um. Logan, Kamera einziehen. Los jetzt. Sprengsätze platziert und alle wieder da. Dann wollen wir uns mal vorstellen. Auf dein Zeichen. Hol sie runter. Leute, gleich sehen wir wahrscheinlich die neue Fisch-KI. Aber erstmal müssen wir zünden. Sprengung in 3, 2, 1. Sprengsätze zünden. Jetzt. Ausschalten. Die armen Säcke. Ich erwarte sehr, sehr gute Fische. Sehr clevere Fische. Granate. Ach ja, die Meldung. Die gibt's schon seit dem ersten Call of Duty, glaube ich. Immer der gleiche Satz. Das ist also Atlas hier. Wir wollen das Ding zerstören und versenken. Den Kletterhang zu den Stegen hinaufziehen. Sie gehen auf den Stegen in Stellung. Los, hier rüber. Leine los. Leine ist los. Keegan, Kick, übernehmt die Evakuierung. Verstanden, heute vor. Ihr Walker-Jungs, kommt mit mir. Auf dein Zeichen. Schritt 1, die Druckregulatoren ausschalten. Schritt 2. Die Feuerregulierung überladen und das Ding in die Luft jagen. Bereit machen, oben dann Feuer frei.
Sie sind oberhalb von uns. Unsere Kugeln dringen durch das Metall. Echt, die Kugeln dringen durch das Metall durch. Hätte ich ja nicht gedacht. Wow. Granate. Sprengschnur. Platziere Sprengschnur. Machen wir die 4? Okay. Wir sind drin. Gehen über die Ostseite. Verstanden. Wo ist ein Kiki denn eigentlich? Druckregulatoren sind da vorne. Bewegung. Vorsichtig. Hash auf mein Zeichen. Los. Die Ecken sichern. Vorwärts. Gesichert. Los. Kontakt. Nicht schlecht, Hash. Gang gesichert. Los jetzt. Das muss jemand gehört haben. Ach Quatsch, hat niemand gehört. Eine Ladung an diese Tür, Logan. Wir müssen los. Komm schon. Oh, breachen. Runter. Eine fette Zeitlupe. Okay. Tür ist hin. Das war mal ein Bridge, den man nicht so in Call of Duty kennt. Oh ja. Geht's zu den Druckregulatoren. Aufpassen. Wir brauchen den Vorarbeiter lebend. Was soll das werden? Schnauze! Schalt ab, Kleiner. Nein, nicht! Ihr jagt die hochvergängige Luft! Stopp! Scheiße, was soll das? Ihr Also gut, dann nach oben. Ruhig bleiben. Erst auf meinen Befehl feuern. Warte noch. Ich brauche Munition, glaube ich. 56 Schuss ist nicht so viel für ein Maschinengewehr. Wir haben ein Heli für die Evakuierung. Lassen ihn warm laufen. Verstanden! Sind 2 Minuten vom Kommandoraum weg. Komm über die Nordseite. Wir warten auf euch. Kommandozentrum geht's hier durch. Wieso muss ich mich denn ducken und meine Kollegen ducken sich nicht? Das verstehe ich nicht.
Verstanden! Beschützt uns einfach! Kommandozentrum voraus! Los! Oh. Ich muss sagen, das Level ist ziemlich gut aussehen, muss ich sagen. Durch die ganzen Partikeleffekte und die ganzen Funken, die hier rumfliegen, sieht das eigentlich ganz schön gut aus. Auch wenn die Texturen nicht so aussehen, aber das, wie gesagt, das fällt halt nicht auf im Gesamtbild. Nur wenn man wirklich danach sucht, fällt das einem richtig auf. Das ist aber wirklich nur die Ausnahme. Also bei den anderen Call of Duty, nämlich in Black Ops, da ist es stellenweise richtig ins Gewicht gefallen, dass es so schlecht aussah. Aber hier in Ghost kaschieren sie es ganz gut, muss ich sagen. Wow, 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 wow. Das war ganz schön knapp hier. Ich weiß nicht, wie sie es machen, aber sie kaschieren es irgendwie mit Effekten. Mit grafischen Effekten, dass es halt nicht so im Gesamtbild so scheiße aussieht. Und das Feuer sieht sehr gut aus, muss ich sagen. Auch wenn das nur so eine Art, weiß nicht. Ich bin kein Spieledesigner, aber ich weiß nicht, das ist auf jeden Fall wie so ein Videoclip. Wieder abgespielt wird, irgendwas sieht stark danach aus. Aber genug geredet über die Grafik. Kümmern wir uns mal um die Mission. Wir müssen ja den Turm hier noch versenken. Okay. Jetzt aber schnell.